Die Magic Moments. Heute erleben wir die Paare ganz privat. Aber was war eigentlich ihr persönlicher Let's Dance Moment? Wir haben einen gemeinsamen Magic Moment, yes? Ja, oder? Du bist für mich der Magic Moment. Wirklich? Ja. Also ich glaube, unser Magic Moment war unser Cha-Cha-Cha. Aber der zweite. Ich hatte plötzlich so unfassbar viel Spaß. Es war richtig schön und ich habe gemerkt, dass wir als Team richtig viel schaffen können. Ja. Mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel Ehrgeiz Isabel mich in die Hand nimmt und wie sie mit mir trainiert, wie du das machst, ist unglaublich. Schüler von ihr sein zu dürfen, ist echt etwas, das ist unbezahlbar. Ja, wirklich. Ein sehr, sehr special Moment für mich war meine erste 30 Punkte. Und dann alle in der Sky Lounge anfingen zu singen und zu klatschen. Anna, Anna. Und ich war sehr, sehr gerührt. Da warst du den Tränchen nahe. Die Woche von unserem Cha-Cha-Cha. Da hatten wir dann irgendwie 28 Punkte. Geiles Thema, geiler Tanz. Das war die Woche, wo ich wirklich gemerkt habe, dass bei uns zwei es richtig geklickt hat. Haben wir ihn gemeinsam? Ich weiß, ich kenne deinen nicht. Ich kenne auch deines nicht. Wir hätten uns davor mal drüber unterhalten sollen, oder? So eine ganze Lizenzreise ist ein Magic Moment. Für mich der Anfang war der magische Moment, weil ich habe als Tanzpartner Philipp bekommen. Tatsächlich war es bei mir der Contemporary, das absolute Magic Moment, weil da es mir das erste Mal gelungen ist, mich doch ein bisschen zu öffnen und das auch so wahrgenommen wurde. Das zu genießen und zu fühlen, hier bei Let's Dance mit dabei zu sein. Das kann man wirklich nicht zusammenfassen, wie viel man hier erlebt. Also wir leben wirklich so wie in einem Tunnel. Ich bin wirklich dankbar. Das wird man auch nie vergessen. Und in den meisten Tunneln wartet man auf das Licht am Ende des Tunnels. Aber in diesem Tunnel bist du mein Licht. Heute hat er mal schön gesagt.